Ach, Leute. Wer kann sich noch an Pilger Javi erinnern, den ich vor der Kirche in Heidelberg besucht habe? Schau doch mal, Leute, guck mal. Wie machst du das? Du, ich lebe einfach. Ja, wie ist es denn mit einer Wohnung für dich? Du, ich wäre froh, wenn ich für die Winterzeit was hätte. Ja. Du weißt ja selber, dieses Jahr hat man Glück. Ja, ja. Es war ja ein milder Winter, sehr milder Winter. Ja. Es war auszuhalten. Ne? Aber wenn jetzt wieder, sage ich mal, ab dieses Jahr kommen wieder Extremwinter auf uns zu, das heißt mit sehr, sehr vielen langen, kalten Tagen und Nächten, ne? Das ist schon günstig, wenn ich da was hätte. Ja, ja. Im Sommer möchtest du gar nicht eine Wohnung, oder? Ich habe alles, was ich brauche. Also ich würde dich da gerne unterstützen. Das ist lieb. Ja. Und zwar sind hier 300 Euro. Dankeschön. Boah, du bist der Beste. Kann ich doch. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich kann das bezahlen. Danke euch von ganzem Herzen. Gern geschehen. Von ganzem Herzen. Gern geschehen. Du bist so ein lieber Mensch. Und wow. Wow, das ist mir komplett tränend. Alles gut. Ja, liebe Leute, ich habe das Video auf Facebook nochmal gepostet vor ein paar Tagen und ich habe einige Nachrichten bekommen zu einem Artikel. Zuallererst möchte ich allen Zuschauern danken, die mir auf Instagram geschrieben haben, auf Facebook, per E-Mail, dass sie Jacken hätten, Schuhe, Hosen für Pilger Javi und dies gerne spenden würden. Erstmal vielen, vielen Dank für diese Ehrenaktion. Ich hatte in der letzten Zeit ein größeres Projekt geplant über Better Place. Das ist eine Spendenplattform. Wollte mit ihm einkaufen gehen, wollte ja eine Adresse einrichten, damit man ja die Schuhe und die Hosen und so weiter hinschicken kann. Und jetzt bekomme ich so einen Artikel. Für alle Leute, die nicht im Bilde sind, Pilger Javi ist im September vor eine Kirche gegangen, hat sich da auf der Treppe eingenistet. In meinem Video seht ihr, wie die Treppe aussah und er hat tagtäglich dort gelebt. Also das heißt, er hat es schön eingerichtet, er hat sich Blumen gepflückt, gekauft und das schön eingerichtet. Das war schon irgendwie eine Touristenattraktion. Das heißt, wenn Touristen, die in Heidelberg waren, und es sind immer sehr, sehr viele Touristen in Heidelberg, da vorbeigelaufen sind, haben sie mit Pilger Javi geredet, er hat ihnen Gedichte vorgelesen, die Leute haben mit ihm Bilder gemacht und er war irgendwie schon so eine Touristenattraktion für Heidelberg, aber natürlich auch nicht unbedingt eine schöne Attraktion für die Restaurants, die außenrum von dieser Treppe waren. Da waren auch Restaurants, die direkt neben der Treppe waren und Pilger Javi hat dort gelebt und hat halt seine nächtliche Toilette dort gehabt. Das heißt, das Restaurant musste jeden Morgen alles von ihm wegmachen. Und das hat das Restaurant gestört, was ich auf eine Weise natürlich auch verstehen kann. Dieser Mann hat halt kein Zuhause. Und da gab es halt dann auch sehr viel Streit mit Pilger Javi und den Restaurants. Und die hatten irgendwie Unterschriften gesammelt, dass er von der Treppe wegkommt, dass eine Zwangsräumung kommen soll. Und irgendwie hat auch die ganze Straße unterschrieben, außer einer, der den sehr gemocht hat. Und an ihm hing es, dass Pilger Javi diese Treppe räumen musste. Und die Polizei war ja auch öfters bei ihm an der Treppe und hat ihm eine Räumungsklage vorgelegt. Aber es hat ihn nicht gejuckt. Und es hat halt diese eine Unterschrift gefehlt. Und anscheinend ist diese eine Unterschrift jetzt zustande gekommen. Weil es gibt eine News im Internet, die ich gerne vorlesen möchte. So, Pilger Javi ist für immer weg. Herbert Böhm räumte die Kirchentreppe freiwillig. Wo er nun ist, weiß niemand. Ein Abschiedsgruß, das war's. Ich bin für immer weg, kritzelte Pilger Javi auf einen Zettel. Dann zog er weiter. Schon vor einigen Tagen hatte Herbert Böhm, ich wusste auch nicht, dass er Herbert Böhm heißt, alias Pilger Javi, nun tatsächlich die Kirchentreppe der Heilige Geistkirche in der Altstadt geräumt, freiwillig. Er hat eine Räumungsklage bekommen und die hätten sie sowieso durchgeführt. Aber bevor sie durchgeführt wurde, hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen. Ich bin für immer weg, hat er auf einen Zettel geschrieben und auf die Treppe gelegt und weg war er. Ja, ich hatte ihm ja eine Wohnung angeboten, die wollte er nicht. Er hat ja gesagt, dass er vielleicht maximal im Winter eine wollen würde, aber im Sommer möchte er keine Wohnung haben. Ich würde Pilger Javi wirklich gerne helfen, ob es jetzt finanziell ist, ob es materiell ist durch Klamotten oder das, was er braucht. Ich würde ihm gerne einfach helfen, weil er hatte sich wirklich, er hatte eine schöne Zeit, denke ich mal, vor der Kirche. Und er hat wirklich stolz seinen Platz immer präsentiert. Und er hat ja auch in dem Video auch gezeigt, wie schön er schläft und so weiter. Ich habe hier ein Paradies aufgebaut. Da schläfst du? Ja. Oha, das ist der Hammer.
Mit Bett und allem. Krass. Die Frage ist, ob er jetzt wieder so einen Platz bekommen kann, weil es ja bei Obdachlosen so ist, dass sie immer von Ort zu Ort ziehen. Meistens haben die Obdachlosen ja keinen festen Ort, weil sie immer weggescheucht werden oder es ja zu gefährlich sind oder sie beklaut werden und so weiter. Und deswegen würde ich gerne Pilger Ravi finden. Und ich weiß, ich habe eine große Community und für alle, die aus Heidelberg Umgebung kommen, ja, haltet einfach mal die Augen offen, ob ihr ihn findet. Und falls ihr ihn findet, ihr mir auf Instagram schreibt, weil Pilger Ravi hat meines Wissens nach ein Handy. Vielleicht hat er eine neue Nummer, ein neues Handy, weiß ich nicht. Es wäre sehr, sehr cool, wenn ihr die Augen offen halten würdet, wenn ihr das Video vielleicht weiterteilt an jemanden, der aus Heidelberg Umgebung kommt. Vielleicht hat ihn jemand gesehen und kann mir nähere Informationen geben. Also ich würde ihn wirklich gerne finden, würde zu ihm gehen und wir würden ihm ein schöneres Leben bescheren, weil, wie im letzten Video auch schon gesagt, er hat ja multiple Sklerose und das wird eher schlechter als besser und er braucht sogar Cannabis dafür, damit er die Schmerzen ertragen kann. Ja, aber wie schränkt dich diese multiple Sklerose ein? Wird es mehr oder ist es immer so, wie lange hast du das? Das ist eine progressive Sache, eine sich verändernde Sache, zum Negativen. Mhm. Aber ich denke, bei mir, mir geht es immer besser. Ja? Ganz ehrlich. Ich habe Schmerzen, aber dann lebe ich mit. Also ich finde, ja, er hat es auf jeden Fall verdient, dass man ihn, ja, in so einem Alter auch noch unterstützen kann, wenn wir können. Wir können nur das tun, zu was wir auch in der Lage sind. Wir können gemeinsam viel geben und ja, auch Leben retten und verändern. Ich finde, man sollte nie mit Scheuklappen durch die Welt gehen und auch mal nach links und rechts schauen. Ich habe das auch schon öfters gesagt, liebe Leute. Teilen bereichert dein Leben. Ja? Also wer nur für sich behält, der wird nicht glücklich in seinem Leben, sondern du wirst nur glücklich, indem du auch teilst. Und deswegen, liebe Leute, lasst uns zusammen Pilger Ravi finden. Hoffentlich geht's ihm gut. Und lasst es mich wissen. Teilt das Video gerne weiter mit euren Freunden. Vielleicht finden wir ihn ganz schnell. Es ist ja nicht schön. Ja, aber was soll man machen? Er ist weg. Und deswegen lasst uns ihn finden. Also, liebe Leute, ich freue mich auf eure Nachrichten. Pilger Ravi, wir finden dich und machen dein Leben etwas schöner. Also, bis dann. Peace out, ich bin raus, euer Wartmann.